So, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin sehr high auf verschiedenen Schmerzmitteln, glaube ich, gerade. Wie schlimm ist es? Ich habe einen Zahn, der eine Zahn, also wo ich eine Zahnwurzelbehandlung brauche. Also alle meine Zähne sind in Ordnung, auch meine Weisheitszähne sind tatsächlich in Ordnung. Aber neben meinem Weisheitszahn, den Zahn habe ich nicht korrekt geputzt. Das ist der einzige Zahn, wo ich Probleme habe bisher. Und bei dem ist es so, dass der von Karies befallen ist und dass der praktisch, also irgendwie, wenn der sich Karies bildet und du dich lang drum nicht kümmerst, dann fängt da an, irgendwie der Nerv drin zu sterben oder so. Und dann musst du eine Zahnwurzelbehandlung versuchen, um ihn zu retten, den Zahn. Und das ist ein Zahn, so ganz da hinten ist das. Und das heißt, heute war jetzt die Zahnwurzelbehandlung und die hat 2 Stunden oder 2,5 Stunden sogar gedauert. Und das ist, keine Ahnung, Zahnarzt ist das Unangenehmste überhaupt, finde ich. Komm, lass uns mal was Entspanntes spielen. Lass uns einfach mal eine schöne Runde Schmalsahaar spielen zum Einstieg, okay? Wir spielen einfach Schmalsahaar. Weil ich sehe sehr wenig gerade. Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, komplett high, ey. Ich sehe ja nichts. Und die hat gesagt, heute Nacht können die Schmerzen unfassbar schlimm werden. Und ich soll sofort den ärztlichen Notruf anrufen, wenn es nicht aushaltbar ist. Und ich habe hier so überall Ibuprofen um mich rum. Aber ich meine, oh mein Gott. Oh. Werden Sie heute wieder in die Mine gehen? Ich habe keine Ahnung, was ich heute mache. Ich bin so high. Alter, dieser Zahnarzt. Ich bin so zugedröhnt. Ich sehe ja nichts mehr. Alter, was ist das denn? Woo! League of Legends. Wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein mit League of Legends. Huhuhuhu. Papp. Ihr hoppt den Minion-Burschen. Und papp. Oh. Oh. Das ist ein Downer. Pflaster. Du dachtest, ne, Kollege? Boah, die haben ja auch gesagt, ich habe jetzt so eine provisorische Füllung. Und das ist einfach, das fühlt sich irgendwie voll kacke an. Genji, come on, wie habe ich da den Genji gekriegt? Aber jetzt komme ich hier runter und ich bin first on the move. Nene, nene, first on the move. Dann sie nochmal bitte first on the move. Ich krieg nicht mal einen Assist. Oh, es hat leider nicht verlängert. Die Midwave ist aber reingepusht währenddessen. Das heißt, sie ist ein sehr trauriger Vogel. Und ich gehe in die Basis. Jetzt kaufe ich mir jetzt hier so ein kleines Buch, ne? So ein Amplifying Tome. Warum heißt der Amplifying Tome? Der amplifiert doch gar nichts. Actually, amplifiert ja meinen AP-Wert. Also vielleicht amplifiert er doch was. Das ist eine verdammt gute Frage, würde ich sagen. Bro. Amplifying Tome. Amplifying Tome. So, das war jetzt sehr schlecht, muss ich sagen. Ich habe 2 Qs verfehlt, die Kills gegeben hätten. Und dann bin ich einfach stehen geblieben, obwohl ich sie gesehen habe. Und jetzt bin ich tot. Und die Anivia hat einen Blue Buff. Der Flash, verstehe? Aber ich befürchte das. Und er muss gar nicht flashen, ne? Wenn er es richtig gemacht hätte, wäre sie sogar tot gewesen. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Also wenn er praktisch nicht für den Auto-Attack greedet, sondern instant mit seinem Q nachstand, wäre er einfach tot gewesen. Das ist oft was, ne? Dieses, du gibst denen halt Zeit. Wait. Hat die Ezreal Ult gerade
den Gnar und mich getötet. Wait, was hat dir der Zahnarzt gegeben? Ich habe keine Ahnung, was. Ich fühle mich, also so stelle ich mir Morphium, glaube ich, vor. Also, so stelle ich mir gerade Morphium vor. Das ist, also das ist sehr, sehr, sehr interessant, ja. Amplifying Tomb. Kindred, step doch nicht immer rein, du Vollidiot. Amplifying Tomb. Bist du nicht deine Molle gesprungen? Na? Bist du nicht irgendwie? Okay. Ich hab das Gefühl, Stromberg GG ist gar nicht so gut. Okay, wir haben das, Halt, ich schreibe in den falschen Chat die ganze Zeit, merke ich gerade. Bro, this Kindred. Ja, die Kindred ist echt nicht so gut, muss ich sagen. Amplifying Tomb! Amplifying Tomb! So, Leute, ich höre gleich auf, Amplifying Tomb zu sagen. Ich bin nur sehr high gerade. Komm hier rüber. Das sieht doch noch ein super Fight aus. Wir haben die Kindred Ult hier. Ja? Nice. Wir haben sie und einen dualen Buff. Diese It's Real Ult. Ist das geil, ey. Wird schon wieder eingeschnappt. Ja, aber zurück hier, weil ich weiß gar nicht, welche Boots man aktuell baut. Auf Malzahar. Vielleicht CDR-Boots, ne? Stimmt. Ich hab mich noch nie. Ich glaube, ich hab in meinem Leben mich noch nicht so high gefühlt, ey, wie heute. Ich weiß gar nicht, was das für Schmerzmittel gewesen sind, ey. Dann port ich jetzt hier runter. Ja, die Anita-Kill, ne? Yeah! You are taking damage from the turret, my friend. So, du kannst ihn chasen. Ich push den Turret. Mitte ist die Bounty so gut wie da. Ist ja ganz schön gut, ja. Okay. Oh nein. Unser Team intet. Aber inten sie wirklich? Ja, das tun sie. Aber wisst ihr, was jetzt kommt? Nix, weil ich an niemanden rankomme. Okay, nice kill, Kinder. Stark gespielt. Er hat damit gerechnet. Er ist trotzdem tot. Aber er hat damit gerechnet, ne? Welcher Champ macht dir eigentlich am meisten Spaß? Gerade Malzahar. Hast du gesehen, wie ich mein E auf den gemacht habe? Und dann. Ne? Einfach so mit dem Rüssel drauf. Ich sag dir, wie dieses. Das ist schon echt sehr gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Weil ich bin komplett high. Ich weiß nicht, was haben die mir denn gegeben? Okay, wir groupen jetzt, Leute. Okay? Come down, come down. Oh. Oh. Weil er dann sehr, sehr schön angeht. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir. Oh. Niemanden. Das war nicht mal, also die waren, das war tatsächlich nur ein 4v5, ne? Das ist ein bisschen eine Katastrophe. Weil der Ezreal war gar nicht da. Wenn die jetzt Nash nehmen, könnte ich TP'en. Aber dann wiederum frage ich mich, warum sind wir eigentlich hier? Auf dieser Welt? Yeah. Das frage ich mich gerade. Wie geht's weiter da draußen bisher? Das frage ich mich auch. Ist dieses Hamsterrad, in dem wir uns drehen, vielleicht alles Teil der Matrix? Und warum bin ich hier? Ich bin nicht gut in League. Und ich bin in vielen anderen Sachen auch nicht gut. Warum zur Hölle bin ich hier? Sind deine Augen zu? Ne, die sind weit offen gerade.
Wow, wir können sie töten. Ich meine, die Leona kann sie besonders töten. Tatsächlich mache ich viel mehr Schaden, als ich glaube. Mann, der Mensch, ich kann das gut. Da ist ein 16-jähriger Emo sein, da versuchst du auf High zu machen. Das war mehr ein Scherz, ja. Also so high bin ich auch nicht, dass ich jetzt plötzlich über das, ne? Das war mehr eine schlechte, charakteristische, wie nennt man das? Wenn man so versucht, high zu sein, aber nicht high ist, weil ich bin natürlich nicht high. Ich bin sehr, sehr normal gerade. Wenn die Kinder da vorholen, ist das besser. Die hatten da das Anfang in Division überall, was nicht so gut ist für uns. Ich weiß nicht, ob die gegen den Ezreal fallen sind. Der ist sehr strong hier, leider. Ja. Sie ihn kriegt. Oh mein Gott. Sie hatte Ult, sie hatte Q, sie hatte E. Sie hatte einen Out-Attack und alles hätte ihn getötet. GG, well played. So, Leute, okay, lasst uns über 10 reden. Ja, das war jetzt nur unser erstes Warm-up, ne? Wir hatten, also, Team war schlecht, ne? Ich habe so gut gespielt, aber Team war einfach erst. Da kannst du nicht, ihr wisst ja, ihr könnt nicht jedes Game gewinnen, ne? Ihr könnt nicht jedes Game gewinnen. Manchmal verliert man auch, ne? Selbst die Besten der Besten verlieren manchmal. Okay, wieso hast du den Zahnarzt? Weil das eine sehr, also keine Ahnung, Zahnarzt ist immer so eine extrem unangenehme Behandlungsform, finde ich irgendwie, ne?